Sicherheit ist das große Thema auf der CeBIT 2012 und bei Vodafone. Für einen sicheren und reibungslosen Messeauftritt sorgten in diesem Jahr die mehr als 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Vodafone vor und hinter den Kulissen. Dazu gehörten unter anderem die Kollegen aus der Technik, aus dem Marketing, die Promotoren, die Produktmanager und Key-Accounter aus dem Enterprise-Bereich und natürlich die Kolleginnen am Infotresen. Bisher läuft es sehr gut. Wir haben in diesem Jahr ein neues Konzept umgesetzt. Wir sind also weg von der Produkt-Powered-Show, stark in Richtung lösungsorientierte Darstellung unserer Themen, Themenwelten, die wir aufgebaut haben. Die Kunden erzählen viel mehr über ihre eigenen Herausforderungen in der ICT-Welt. Mir fällt besonders gut, dass wir hier komplette Lösungen aufzeigen, dass wir losgelöst von den einzelnen Produkten hier komplette Lösungsgeschichten für Kunden aufzeigen, aufgeteilt auf die Anwender oder auch aus Sicht des IT-Administrators. Also von daher, das ist ein Konzept, was bei den Kunden sehr gut ankommt. Das Kundenfeedback ist positiv. Es kommen viele und sprechen uns auf die Geräte an, wollen Informationen, haben gezielte Fragen. Das erleichtert unsere Arbeit immer sehr. Wir haben einiges an Frequenz an dem Stand. Sehr großes Interesse an unserem neuen Nokia Lumia 800, das ja auch besonders passt in die Kampagnen von Vodafone mit Office 365. Man sieht eben dadurch, dass wir das alles umgebaut haben, jetzt ist es nicht mehr nur auf Produkte eben spezifiziert ist, dass man eben die komplette Geschichte erzählen kann, eben das komplette Büro der Zukunft. Und viele Kunden, die sich eben für ein Produkt interessieren, dem man dann eben auch mit weiteren Produkten eben helfen kann und da Probleme auch sehr gut angehen kann. Das ist eigentlich ganz schön zu sehen.